Hi ho und willkommen, meine lieben Rollenspielfreunde, zu einem neuen Projekt von mir, beziehungsweise einem neuen alten Projekt, nämlich Hammerwatch. Ja, nach Pillars of Eternity, nachdem das so viele Episoden geworden sind, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal wieder ein kürzeres, schnelleres Projekt, bei dem ich nicht so viel nachdenken muss. Und da ist mir Hammerwatch in den Sinn gekommen, weil da ja noch die Expansion-Kampagne offen steht, von der ich mal erzählt habe. Also wenn man hier sieht, hatten wir bereits Castle Hammerwatch. Wir wollen aber heute mal den Temple of Sun machen. Wieder als Paladin of Medium, allerdings in Custom-Optionen, weil ich gerne noch den Modifier, die Infinite Lives, einstellen möchte. Auch wenn das jetzt eine Krücke ist, also das Spiel einfacher macht, aber fürs Let's Play gerade ist das etwas besser. Weil es blöd wäre, wenn ich kurz vor Ende sterbe und dann nochmal alles machen würde. Das würde das Projekt zu sehr in die Länge treiben. Deswegen lassen wir das jetzt alles so. Außerdem muss ich noch hinzufügen, ich nehme heute nicht mit DxToy auf, wie sonst immer alles. Und das letzte Hammerwatch Let's Play, weil ich mit DxToy irgendwie Probleme habe, Hammerwatch zurzeit aufzunehmen. Also ich habe es versucht und meine Frames droppen einfach mal auf 8 FPS runter, sobald ich die Aufnahme starte, und dann ist das Spiel einfach nicht mehr spielbar. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Deswegen wird heute mit OBC, Open Broadcast Dings, wie auch immer, mal aufgenommen. Und ich hoffe mal, dass das soweit klappt. Dann hoffen wir es alle mal. Deswegen nehme ich auch heute nur 1,5 Stunden auf, testweise. Und wenn das nicht klappt, muss ich mir was einfallen lassen. Also gut. Wir starten mit einer Quatsch. Wir können uns einen Paladin noch umpainten. Blaue Haare sehen cool aus. Dann nehmen wir die doch mal und starten einfach mal rein. Und das war das falsche Level. Ups. Singleplayer, Custom. Ich habe vergessen, Level auszuwählen. Ich will nämlich Kampagne 2, den Sonnentempel. Ja, so kann mein Spiel losgehen. So, jetzt stimmt allerdings alles. Also Start. Genau, wir sind in der Wüste. Und haben sogar dieses Mal Missions. Wie man sehen kann, wir sollen in den Tempel reinkommen. Didn't you just come from here? Ah ja, also wir sind aus der Richtung gekommen. Das weist uns der nette NPC auch drauf hin. Und ja, hier scheint es jede Menge Wege zu geben. Beziehungsweise alles ist einfach nur ziemlich wüstensandmäßig. Heißt ja das Sun Temple. Also hi den Sun Bros. Und wie man sehen kann, wir haben da oben, also ich kann es ja leider nicht mit der Maus gerade zeigen, haben wir oben neben den Schlüsseln, wir haben jetzt nur noch Silber- und Goldschlüssel übrigens, haben wir jetzt auch noch 3 andere Sachen. Mal sehen, was das für Zeug ist. Also ich habe die Kampagne nie gespielt, muss ich zugeben. Das ist also alles blind jetzt. Deswegen gucken wir mal. Go see Richard Kane. Richard Kane? He's just up the road. Ist das eine Anspielung auf Deckard Kane? Also gut, hier haben wir schon mal eine Pyramide, in die wir rein könnten. Oder auch nicht. The Pyramid of Fear is one of the trails used by the Wizards Guild of Embera to test the precious. This pyramid is the most ancient of them all. The inside is built like a maze. To gain access to the pyramid, complete the first part of the trail by locating and activating the 6 small pyramids. Okay. Pyramid of Fear. Da kommen wir also noch nicht rein. Wir haben hier Händler, Level 0 und 1. Und das hier wird wohl Townportal sein, also richtig stadtmäßig. Da oben ist ein Upgrader, das will ich rankommen, genauso wie ein Anker, das will ich kommen. Du wirst wahrscheinlich noch nichts verkaufen, nein.
Also ja, jetzt kann ich es zeigen. Hier oben haben wir 3 neue Ressourcen. Und wir kriegen keinen Discount, weil wir keine Discount-Münzen haben. Und hier könnten wir gerade mal Combo erlernen, wenn wir denn Geld dafür hätten. Was wir nicht haben. Übrigens sind hier an der Seite auch noch Symbole, die mir gerade so auffallen. Hm, mal sehen, was das noch alles ist. Our vendors can't work with auf Keltoid or it's pretty scarce now. Ever since we lost access to the caves. If you happen to find some, I'm sure anyone will be willing to make something for you. It won't be cheap though. Okay, also wir müssen Erz finden, damit die Händler besser werden. The traveling device doesn't work because the rune keys were removed from the monoliths. If they're attached, it will work just fine. Okay, speichern wir erstmal. Und gucken uns dann weiter um. Risky Business? Okay, Glücksspiel könnten wir hier aktivieren. Wir können hier hochgehen. Hier ist aber auch nur ein kaputtes Portal. We see the passage to the Sun Altar by turning off all 6 solar nodes. To reopen it, you need to turn them all on again. Ah ja, sprich, wir müssen wahrscheinlich jetzt verschiedene Dungeons durchlaufen. Da ist übrigens wieder eine Vendor-Münze. I thought to come something for you, but I lost my pen down in the caves. Maybe you could find it for me. Wird das eine wahrscheinlich da an der Seite die Pfanne sein. Okay. Was ist mit dir? Name's Lyron Stones Mason from Flarewood. I was hired to clear these rocks from the path the priest lets me to keep extra materials, so it's a good deal for everyone. Of course, I went and left my pickaxe inside the temple. Now I can't mine a thing. If you could retrieve it, I'll continue removing the locks out here. The rocks out here. Okay, also die Picke finden. Das wird wahrscheinlich das zweite Symbol, also das oberste sein. Waffenschmied hat auch noch nichts für uns. Der Heiler ist schon auf Level 1. Hm. Health und Mana Pool. Verbesserungen. Gut, mit allen haben wir schon geredet, außer mit dieser Wache hier. Also bevor ich mit dem Fragezeichen-Typ rede. Was ist das? Temple of the Sun Main Entrance. Was sagst du denn? Hi, Kevin Claymore here. The only way to the caves is through the temple. The entrance is blocked by a strange stone. So. Mhm. Oh, hier oben ist schon mal unsere erste Vendor-Münze. Sehr schön. Ja, ich hoffe wirklich, dass er jetzt hier gerade gut aufnimmt. Und was haben wir hier? Library. Na, gucken wir mal in die Library. Hier können wir schon mal Sachen kaputt hauen und ein bisschen Gold machen. Hi, welcome to the Temple Library. We have the largest collection of books in the entire desert. More than Sunspot ever. Okay. Hast du noch mehr zu sagen? Ne, also okay, bevor wir in die Library gehen, reden wir erst einmal mit ihm hier. Oder gucken wir kurz hier noch rein. Ja, Entrance ist blockiert. Und der hier schnarcht. Okay. Gut, was hast du uns zu sagen, Kumpel? Kill Kilif and the Charant, then return... was? Kill Kilif and Charant, then return to me. Okay. Gut, get inside the temple. Also wenn ich mir die Übersichtskarte so ansehe, haben wir eigentlich alles angeguckt, was wir anschauen konnten. Dann gehen wir halt einfach jetzt wirklich in die Bücherei. Was steht hier drin? Guestbook Page 92. Just passing by on my journey, a great selection of books down here. Daniel the Traveler. Guestbook Last Page. Looking for Claymore Squire to see if you found a way into the temple. Unknown Champ. Okay. Games of Aridara, Page 924, Page 924, wenn schon. Chapter 46, The Arena. Travel from as far as the Eastern Realms to see yet another hero fall in the arena. The joy when someone was ripped apart by those sharp teeth. Okay.
Auch nicht sonderlich nett. History of Aridara, page 56. Was shaped by the Grim Desert, Sharad would later be chosen as the new Sun Guardian and given the power of fire. Okay. Ich muss mich auch mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Also wenn ich Shift drücke, dann bleibe ich stehen. Und wenn ich was halt gedrückt halte? Ah ja, Leertaste. Dann ändere ich die Richtung nicht, wenn ich laufe. Gut, das ist wichtig zu wissen. Minerals and Materials. But the Kalonite was also found to be very useful when creating various weapons, clothing and tools. Not only was it easy to craft with, but also very, very durable. Okay. The Telerian Archives. Telerian pumps page 7. And then the ground will be fertile again. It's important that the water is not pumped away off season, because when the field will be much less than the season. Okay. Ein paar Informationen. Und hier ist wohl jemand abgestürzt. Also stürzen wir auch einfach mal ab. Okay. Und wir haben wohl den ersten Dungeon gefunden, ne? Also ja, einfach mal abstürzen. Ah, my legs. I'm sorry, but the books didn't say anything about moving stones like the one blocking the temple. You should be able to get inside through the subterranean passage, though. You see it just beyond the arena. Tell the world my story. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Und damit sind wir wohl auf uns allein gestellt. Oh. Und Viehzeug, was wir schon kennen. Naja, wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn es hier keine Bugs geben würde. Also Käfer, nicht Fehler. Und hier ist schon eine Wand zum Einschlagen, hä? Hey, I managed to hide here before I was eaten. All these animals suddenly started running to the caves, so I followed. Thanks for saving me. Maybe you can use something from this chest. Ja, ein Mannerstein war das und ein bisschen Silbermünzen. It's the harvest of season, so there usually aren't many people down here this time of year. I'm sure others are trapped in the caves, though. In fact, Jan was here to fix the broken pump collector. Also ja, wir müssen, können irgendwie wahrscheinlich hier rüberkommen. Wenn wir das richtige Werkzeug haben. Weil da drüben sieht es schon mal recht nice aus, Zeug zu finden. Hm? Da drüben liegt, glaube ich, sogar so ein Erzklumpen rum, wie da oben abgebildet ist, neben dem silbernen Schlüssel. So, mit dem Ding können wir nichts anfangen. Wir können uns nur hier weiter umsehen. Und uns um ein paar Käfer kümmern. Einfach die altgewohnte Manier, rückwärts gehen und alles zerhacken, was von vorne kommt. Und aufpassen, dass nicht irgendwas von hinten kommt. Oder irgendwo unter den Blättern versteckt ist. Ah ja. Hier verstecken sich dieses Mal Beetles unter den Blättern. Okay, jetzt haben wir Beetles draus gemacht. Auch lustig. Okay, Secret Passage gefunden. Ein paar Fledermäuse. Ach ja, wie sehr ich es mag, einfach mal so ohne Sinn und Verstand drauf loszuhacken. Achso, da ist ein Spawner. So, zacken wir die erstmal. Ah, da oben sind Spucker. Das könnte wieder aufregend werden. So ein Mannerstein ist okay. Ein paar Silbermünzen. Jetzt hätten wir schon mal genug, um uns die Combo leisten zu können, wenn wir denn hier rauskommen würden.